Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute den Bericht der Bundesregierung zum Einsatz deutscher Polizisten in Auslandsmissionen diskutieren, dann kann man, glaube ich, schon feststellen, dass seit dem ersten Einsatz im Jahr 1989 sich unglaublich viel getan hat. Dass wir uns auch engagieren in diesem Bereich, natürlich zuallererst finanziell. Deutschland ist gerade im Rahmen der UN-Missionen einer der größten und wichtigsten Geber. Wir haben auch Engagement durchaus im personellen Bereich. Wenn ich etwa daran denke, dass der oberste UN-Polizist, der Police Advisor des Generalsekretärs, ein nordrhein-westfälischer Polizeibeamter ist. Oder wenn ich daran denke, dass wir uns inhaltlich einbringen, beispielsweise im vergangenen Jahr bei der Erarbeitung der UN Police Review oder beispielsweise auch bei der Ausrichtung der 7. Sitzung der Freundesgruppe der UN-Polizei, an der immerhin 41 Mitgliedstaaten teilgenommen haben. Und liebe Frau Jelpke, ich finde nicht, dass dieser Bericht der Bundesregierung die kritischen Punkte ausklammert. Ganz im Gegenteil, er macht eine Bestandsaufnahme dessen, was gut funktioniert und in den vergangenen Jahren auch verbessert werden konnte. Und es dokumentiert auch, was wir heute auch schon diskutiert haben und in vielfältigen Debatten natürlich auch wissen, dass es sehr wohl Probleme gibt. Die ergeben sich daraus, dass die föderale Struktur unserer Sicherheitsarchitektur natürlich Probleme insofern mit sich bringt, als dass der Bund für die außenpolitischen Herausforderungen zuständig ist, aber die Länderpolizeien zu einem ganz großen Teil die Kompetenz und die Fähigkeiten vorhalten, die in solchen Auslandsmissionen von Polizeibeamten auch nachgefragt und gebraucht werden. Und auch darauf ist eingegangen worden, natürlich darf für einen Polizeibeamten ein Auslandseinsatz nicht zum Karriereblocker werden, sondern ganz im Gegenteil, es muss ein Ausweis für besondere Fähigkeiten und damit auch für spätere Verwendungen in der Polizei sein. Der Bericht sagt auch eines, der Minister ist auch darauf eingegangen, es steht zu erwarten, dass das Thema Polizeieinsätze im internationalen Bereich an Bedeutung gewinnen wird. Und es ist natürlich selbstverständlich so. Gott sei Dank haben einige Vorredner Ihnen schon die richtige Antwort gegeben, Frau Jelpke, als es um die Frage ging, ob da Fluchtursachen bekämpft werden. Natürlich werden die bekämpft, denn in allererster Linie geht es darum, stabile staatliche Strukturen zu schaffen. Und da ist auch darauf eingegangen worden, dass wir den gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik benötigen und dass wir da nicht immer einer Meinung sind, wenn es um den Einsatz von Militär geht. Das wird in vielen Fällen notwendig und richtig sein. Aber es ist mit Sicherheit nicht richtig, wenn Soldaten sozusagen polizeiliche Aufgaben übernehmen, ausbilden oder in sonstiger Weise hier eine Vermischung der Kompetenzen stattfindet. Und ich glaube, das ist vollkommen klar, dass wir neben Soldaten, neben zivilen Einsatzkräften, insbesondere Polizeibeamte brauchen, die in fragilen und auch in gescheiterten Staaten mithelfen, staatliche Strukturen wieder aufzubauen und damit auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das, was demokratische Regierungen hoffentlich entscheiden und beschließen, auch durchgesetzt werden kann und damit auch ein Rahmen für ein erfolgreiches persönliches Leben gegeben werden kann. In diesem Sinne ist das ganz entscheidend. Und wenn man jetzt aber weiß, dass diese Herausforderungen insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent wachsen werden, da muss man natürlich tatsächlich sagen, wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut. Auch wenn man sich die 302 Beamte in allen diesen Missionen im vergangenen Jahr anschaut und dann vielleicht noch den speziellen Fokus auf die 32 Polizeibeamten im Rahmen von UN-Missionen sich genauer anschaut, dann ist es aber angesichts von mehr als 13.000 Polizisten bei der UN eben doch kein wirkliches Ruhmesblatt. Und wenn man sich dann weiter anschaut, dass von den 20 UN-Missionen 13 auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden, dann wird, glaube ich, auch deutlich, hier geht es nicht um Altruismus, sondern hier geht es tatsächlich um ganz praktische Hilfe und auch um das Verfolgen unserer eigenen Interessen. Und zwar nicht nur im Sinne von Fluchtursachenbekämpfung, sondern auch der Dämpfung von Migrationsdruck. Und das ist auch ausgeführt worden durch gefährliche Wüsten, über gefährliche Meere und dergleichen mehr. Insofern ist es ein absolut richtiger Ansatz.
Und ich glaube, wir dürfen uns da durchaus an dem orientieren, was der EU-Ratsbeschluss bereits im Jahr 2000 ausgeführt hat, in Santa Maria de Feira, als es darum ging, dass man gesagt hat, wir wollen aus europäischen Staaten 5.500 Polizisten und aus Deutschland über 900 Polizisten zur Verfügung stellen für solche Einsätze. Ich glaube, es ist richtig, sich daran zu orientieren. Das war vor 17 Jahren richtig, diese Entscheidung, und sie ist es eben auch heute. Und wenn man da wirklich vorwärts kommen will, dann muss man tatsächlich auch bestimmte Muster durchbrechen. Das Erste, worauf es ankommt, das hat der Innenminister deutlich gemacht, wir brauchen mehr Polizeibeamte. Der Bund tut es, indem er bis zum Jahr 2020 7.500 zusätzliche Polizisten einstellt. Und wenn ich mir jetzt gerade in diesem Jahr die Koalitionsvereinbarungen in einigen Ländern in Deutschland anschaue, dann wird deutlich, dass auch diese Entscheidungen in die richtige Richtung gehen und dass es mehr Polizisten geben wird. Auch deshalb, damit man sozusagen nicht mehr die Befürchtung haben muss, dass Polizeibeamte, die im Innern benötigt werden, im Ausland eingesetzt werden. Dies kann man damit ganz klar dokumentieren. Das Zweite ist, wir brauchen eine klare politische Entscheidung, die da am Anfang steht. Ich habe den Ratsbeschluss von 2000 benannt. Man kann durchaus auch erwähnen, dass beispielsweise Schweden entschieden hat, 1% seiner Polizeibeamten für Auslandsmissionen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet im Klartext, dass Schweden, die nicht einmal 10 Millionen Einwohner haben, etwa viermal so viele Polizisten in Auslandseinsätzen haben, als das bei Deutschland der Fall ist. Und jetzt muss das ja nicht unbedingt 1% der Polizisten sein. Aber wenn ich mir überlege, dass wir in Deutschland etwa 300.000 Polizeibeamten haben, dann ist das, glaube ich, 0,01%. Und deswegen gibt es da zwischen den schwedischen Ansätzen und unseren Möglichkeiten sicherlich auch noch Bedarf und Dinge, die wir klären können. Es geht weiter darum, dass wir die Standzeiten erhöhen, dass wir deutsche Polizisten dort in Einsatz bringen, wo wir viel erreichen können. Und lassen Sie mich zum Schluss ein wichtiges Beispiel noch nennen. In Somalia haben wir beispielsweise an der Spitze der Polizeimission auch einen Deutschen, der beispielsweise auch die besondere Erfahrung föderaler Polizeistrukturen in Somalia umgesetzt hat. Und es ist der richtige und der vernünftige Ansatz. Und wenn dort anstatt 14, wie von der UN gefordert, 70 Polizeibeamten eingesetzt werden könnten, dann könnten auch die Ziele noch besser erreicht werden. Aus meiner Sicht ist das exakt der richtige Ansatz, den man fahren muss. Und es ist vollkommen klar, dass eine Stabilisierung am Horn von Afrika auch Auswirkungen auf den Mittleren Osten, auch Auswirkungen auf die Sahelzone haben wird. Und deshalb müssen wir uns dort engagieren und vielleicht heute schon darauf vorbereiten, dass in Libyen der nächste große Polizeieinsatz wartet. Ich finde, Kollege Frey, Sie können gern weiterreden, aber jetzt inzwischen dann auf Kosten des Kollegen Hoffmann. Oh nein, das muss will ich keinesfalls sein. Machen. Ich glaube, das wäre das richtige Engagement, um auch unsere Bewerbung um einen UN-Sicherheitsratssitz zu verbessern. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Thorsten Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion.